Bevölkerung in Städten wächst und damit verbunden auch das Güterverkehrsaufkommen und die Emissionen. Genau hier setzt das Projekt Emilia an. Im Projekt werden neuartige Güterlogistikkonzepte entwickelt sowie kleine Elektrofahrzeuge technologisch für diesen Zweck weiter optimiert. Wir von Kliem haben ein Elektro-Cargo-Bike entwickelt, das für die schnelle Zustellung im dichten Stadtgebiet optimiert ist. Kern der technischen Entwicklung in Emilia war die Entwicklung eines passenden Gesamtantriebsstrangs inklusive einem stufenlosen Automatikgetriebe, das dafür sorgt, dass sich der Fahrer nicht mehr um das Schalten kümmern muss. Der neue Motor von MIBA ist effizienter und erreicht eine Peakleistung von ca. 900 Watt. Durch den Umrichter von IT wird der Motor hocheffizient angesteuert. Der Umrichter kommuniziert mit den Sensoren am Fahrzeug und dem Smartphone mittels CAN-Bus. Besonders im urbanen Raum stellen die Zustellungen in der letzten Meile eine große Herausforderung in der Lieferkette dar. Deshalb haben wir uns bei DPD als größter privater Paketdienstleister für das innovative Konzept des City Hubs entschieden. Bei einem City Hub stellen wir in der letzten Meile die Pakete mit einem Lasten-Elektrofahrer zu. Das Fahrzeug für DPD ist 100 cm breit und bietet Platz für eine Europalette. Durch die Federung und die neuartige Neigetechnik ist erstmals eine verbesserte Fahrdynamik bei kompakter Bauweise erreicht worden, die das Fahrzeug sicher bis 25 bzw. 45 km/h einsatzfähig macht. Für diese Zustellungsart im Rahmen des City Hubs haben wir auch vor kurzem den Hermes Logistikpreis bekommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen.